Ja, der gute Transpress Verlag hat natürlich nicht nur Bücher über den Harz, sondern auch über meine Heimat, die Altmark. Und damit hallo, herzlich willkommen zu einem gemeinsamen Blättern in diesem wunderbaren Buch, was ich zu einem traurigen Anlass rausgeholt habe. Ich habe vor einigen Tagen gelesen, dass Wolfgang List, der Autor dieses Buches, verstorben ist. Und Wolfgang List sagt wahrscheinlich vielen etwas vom Namen her, die ja aus der Altmark, vielleicht sogar aus Stendal selbst kommen. Ja, der war da kein Unbekannter, was Bahnen angeht. Und der hat dieses wunderbare Buch geschrieben. Und wenn wir mal reingucken, dann sehen wir, dass das eigentlich ganz schön umfangreich ist. Das heißt, er stellt zuerst, abgesehen von ein paar Kommentaren zum, wie er es nennt, Netz der Hauptbahnen in der Altmark am Ausgang des 19. Jahrhunderts, im Prinzip im Kapitel 3 als erstes die Provinzialkleinbahnen vor. Dann geht es über zu den privaten Kleinbahnen. Er zieht ein kleines Resümee und beschreibt rechter Hand sehr schön die Bahnanlagen, ja, auch von den Kleinbahnen auf den Staatsbahnhöfen. Bahnunterhaltung, etwas, wo ich finde, auch darüber gibt es eigentlich wenig Infos, und sagt natürlich auch entsprechend was über die Signale, aber es kommt dann noch dieser Abschnitt zu den Fahrzeugen, den ich dann wieder ganz gerne mag. Und ihr seht, wir haben weit über 100 Seiten. Auf der 143. sind die Abkürzungen, natürlich davor Quellen etc. Aber es ist doch sehr viel. Und ich würde das Buch zwar gern vorstellen, aber vielleicht ist es auch hier ein bisschen zu viel verlangt, das in einem zu machen. Daher würde ich heute vielleicht einfach mal anfangen mit Kapitel 1, 2, 3 bis hin zu den Provinzialkleinbahnen. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und dann teilen wir uns das Ganze vielleicht so in drei Happen grob ein. Also lasst uns mal loslegen. Und ich hatte versprochen, am Anfang wird etwas zum Netz der Hauptbahnen in der Altmark gesagt. Und ja, ich weiß, durch die Krümmung hier kann man das ein bisschen schlecht lesen, aber das Wichtige ist dann, glaube ich, auf der rechten Seite entsprechend das Bild, was uns tatsächlich mal die Hauptbahnprojekte in der Altmark, wie die Bildunterschrift so schön schreibt, zeigt. Was haben wir? Gehen wir mal ganz vorsichtig ran. Wir haben hier Stendal als, ja, darf man noch größte Stadt der Altmark sagen? Da, wer den Witz nicht versteht, vielleicht der winzige Hinweis: Stendal gilt heute nicht mehr als größte Stadt, weil man das in moderner Zeit neu zählt und dann flächenmäßig anders zählt. Und ja, Schnee drüber, weil Stendal ist super zentral gelegen und entsprechend seht ihr, ist Stendal der Knotenpunkt. Natürlich hat man hier unten dann als nächstgelegenen Ort im Süden, als nächsten Knotenpunkt Magdeburg eingezeichnet. Magdeburg gehört natürlich schon bei weitem nicht mehr zur Altmark, sondern ist in der Börde. Was haben wir nördlich von Stendal? Sind wir dann hier ganz oben bei Wittenberge? Wieder an der Elbe Wittenberge, Magdeburg auch an der Elbe, aber Stendal zwischendurch nicht. Und ihr seht aber, dass Stendal wirklich so ein schöner Knotenpunkt da in der Altmark ist. Und entsprechend gab es da natürlich wahnsinnig viel, ja, Bahnstrecken, die davon strahlenförmig ausgehen. Gleichzeitig haben wir aber auch kleinere Strecken. Da ist zum einen die Strecke zum Beispiel zwischen Stendal und Tangermünde. Wir haben hier Strecken, die auch, nun ja, sagen wir, quer durchs Land verlaufen sind. Und natürlich gibt es nicht mehr
alle Kleinbahnstrecken, die es früher mal gab, unbedingt heute noch. Auch da ist in der Altmark viel einfach abgebaut worden, schlafen gelegt worden, gerade an hübschen Mini-Bahnhöfen. Aber ich habe gehört in letzter Zeit Gerüchte, dass da wieder ein bisschen was mehr eröffnet werden soll. Also der Personennahverkehr soll wieder in der Altmark mehr ausgebaut werden. Das war aber schon Kapitel 1. Deswegen habe ich gesagt, oh ja, Kapitel 1, 2, 3. Auch Kapitel 2 ist jetzt nicht so riesig. Der Autor, der Herr List, hat hier nochmal fokussiert. Eigentlich steht es schon in der Überschrift, worum es ging und in dem Abschnitt geht. Die altmärkische Wirtschaft benötigt ein billiges Verkehrsmittel. Und historisch gesehen war das nicht der Verkehr auf der Straße, sondern es war die Bahn. Und entsprechend seht ihr hier, ja, wenn man das so liest, Kleinbahn, Bismarck, Kalbe und wir haben da Betzendorf genannt. Das sind alles super niedliche kleine Orte in der Altmark. Entsprechend hat sich der Autor auch hier nochmal die Mühe gemacht und nicht nur dieses grobe Netz, was wir gerade eben gesehen haben, sondern hier ein viel feineres Netz linke Hand nochmal darzustellen mit den ganzen Kleinbahnen. Und da tauchen dann wirklich Orte auf. Wer heute mal in der Altmark mit dem Zug unterwegs ist, wird über viele dieser Orte gar nicht mehr stolpern, weil es, wie gesagt, einige Strecken gar nicht mehr gibt, leider. Wenn ich dann rechts zum Beispiel sehe, Kleinbahn von Salzwedel, ja, Salzwedel ist natürlich auch heute noch ein zentraler Punkt, weil ja, es liegt schön auf der Strecke zwischen Stendal und Uelzen und ist daher durchaus wichtig und wahrscheinlich dem einen oder anderen vom Baumkuchen her bekannt. Aber das war Kleinbahn von Salzwedel über Mahlsdorf nach Winterfeld oder Badel, wo ich sage, oh Gott, Badel, jetzt muss ich mal überlegen, wo das eigentlich liegt. Ja, das waren wirkliche Kleinbahnen, wo man heute einfach gar nicht mehr mit dem Zug langkommt. Und auch hier wieder zweites Kapitel, wie versprochen, super kurz. Damit sind wir beim eigentlichen Kapitel Nummer 3, die Provinzialkleinbahnen. Und hier hat sich der Autor wirklich die Mühe gemacht, die verschiedenen Kleinbahnen ein bisschen im Detail zu beschreiben. Und ihr wisst, ich mag diese Mischung aus Beschreibung und Bildern unglaublich gern. Wo fangen wir an? Die Altmärkische Eisenbahn AG, ja, ist im Prinzip eine der großen gewesen. Und ihr seht als erstes auch entsprechend das Bahnhofsgebäude von Kalbe. Und wenn jetzt einer von euch sagt, ich kenne doch Kalbe, das Bahnhofsgebäude sieht anders aus. Vorsicht, Kalbe gibt es mehrfach. Das ist Kalbe an der Milde. Und da hatte man schon 1886 im Prinzip das Vorhaben einer, ja, genau genommen war von staatlicher Seite da eine Hauptbahn geplant, wirklich von Stendal über Kalbe Milde, über Klötze bis hin nach Celle. Und ihr könnt dann speziell hier linke Hand oben sehen, der Bahnhof Kalbe war zu dem Zeitpunkt, als dieses Buch hier geschrieben wurde, gar nicht so klein. Das heißt, da fand richtig Verkehr, Rangierverkehr, Personenverkehr etc. statt. Und was hier auch schön auf dieser Doppelseite unten ist, ja, da ist einfach mal die Entwicklung des Streckennetzes dargestellt. Das heißt, man findet hier, welche Streckenabschnitte zu welchem Zeitraum eröffnet wurden, ja, wie lang die Strecke ist etc. Und da sehen wir dann zum Beispiel die Strecke, habe ich schon erwähnt, Stendal-Tangermünde 1886. Und es geht dann ja so Klötze-Finzelberg, Salzwedel-Diesdorf, Tangermünde-Lüderitz. Was haben wir hier unten?
Garde liegen, taucht nochmal auf, Osterburg taucht nochmal auf und bis hin zu der Strecke zwischen Peulingen und Bismarck. Und ja, für alle Geschichtsinteressierten, das Bismarck hat was mit den von Bismarcks zu tun. Und wenn man dann weiterblättert, sind wir hier zum Beispiel rechter Hand in Diesdorf. Und auch da sieht man wieder, insbesondere im unteren Bild, das war nicht einfach nur ein kleiner Haltepunkt. Das waren richtig alles in der Altmark große Bahnhöfe mal. Wie gesagt, die meisten sind es leider nicht mehr. Ja, ist heute eigentlich super schade, was da verloren gegangen ist, einfach an Potenzial. Aber wie gesagt, es soll das ein oder andere wieder gebaut werden und das ein oder andere hat durchaus überlebt. Also wer mit offenen Augen durch die Gegend fährt, wird auch da noch heute was finden. Und wir sind ja immer noch bei der Altmärkischen Eisenbahn AG. Wenn man dann weiter liest, entdeckt man, oh ja, guckt mal, 10 Jahre nach ihrer Gründung, nämlich im Jahr 1937, verfügte die Gesellschaft über folgende Personal- und Fahrzeugbestand: 163 Angestellte, 31 Agenten, 46 Bahnhöfe und Haltestellen, 11 Lokomotiven, 3 Triebwagen, 15 Personenwagen, 8 Post- und Gepäckwagen und da merkt ihr dann, es ging in erster Linie um Güter, 68 Güterwagen. Also da war ja so richtig was los. Aber zu dem Zeitpunkt, als der Autor aktiv war, linke Hand, sieht man dann, das Bild hat er im April 1975 aufgenommen. Ja, auch da kann man schon erkennen, natürlich wurden auch zu DDR-Zeiten nicht alle Bahnhöfe unbedingt gleich intensiv mehr genutzt. Wenn wir dann nach rechts rüber schauen, sehen wir, oh, wir sind bei der nächsten, nämlich bei der Stendaler Kleinbahn AG. Und haben dort unten als erstes Bild das Empfangsgebäude in Stendal Ost mit Güterschuppen etc. Stendal Ost, ja. Wie sage ich es meinem Kind, wer heute mal durch Stendal kommt? Was hat Stendal für Bahnhöfe? Wir haben natürlich den eigentlichen Hauptbahnhof. Es gibt, wenn man Richtung Norden weiterfährt, den Bahnhof Stendal Stadtsee. Dann gibt es einen ganz neuen an der Fachhochschule. Und jetzt muss ich mal überlegen, doch die Züge nach Tangermünde, die Strecke gibt es natürlich noch und da gibt es auch noch am Ausgang von Stendal einen weiteren und ich bin mir ziemlich sicher, dass das, glaube ich, nur ein Haltepunkt ist. Also ein Bahnhof Stendal Ost gibt es heute nicht mehr. Wo war dieser Bahnhof angesiedelt? Im Prinzip gibt es noch, abgesehen von Tangermünde an der Elbe, eine weitere hübsche kleine Stadt direkt an der Elbe. Weiter nördlich von Tangermünde aus gesehen, nämlich Arneburg. Und da gab es auch damals Bestrebungen, Arneburg mit Stendal als zentralem Knotenpunkt zu verbinden. Und entsprechend liegt dieser Bahnhof Stendal Ost genau auf dieser Strecke. Ja, diese Strecke, ich kann mich in meiner eigenen Kindheit nicht mehr erinnern. Ich kenne viele, die sich noch aus ihrer Kindheit, Jugend etc. erinnern, dass es die Strecke Stendal-Arneburg noch befahren gab. Aber wie gesagt, da war schon zu meiner Kindheit kein Personenverkehr leider mehr. Und wenn wir dann umblättern und hier linke Hand zum Beispiel schauen, sehen wir Endbahnhof Arneburg. Ja, die Strecke ist jetzt nicht so sonderlich spektakulär mit ja, vielen Orten zwischendurch, vielen Haltepunkten zwischendurch. Ihr seht, das sieht hier auch nicht wirklich jetzt nach einer großen Stadt aus und ist Arneburg auch nicht. Gleichzeitig ist es, wer mal in der Gegend ist und die Gelegenheit hat, es ist ein niedlicher kleiner Ort, aber nun ja, wirklich viel Relikte findet man leider dort nicht mehr. Und
Da diese Strecke, wie gesagt, eine relativ kleine Nebenstrecke war, sind wir dann auch schon weiter bei der Kleinbahn AG Osterburg Deutsch Prezier. Und Osterburg, ja, wird hier schön beschrieben als kleine Kreisstadt. Ich glaube, so kann man sie heute auch noch beschreiben. Ist eine ganz niedliche kleine Stadt in der nördlichen Altmark. Ich sage immer so grob Hälfte zwischen Stendal und Wittenberge. Und ja, hier abgebildet ist die Streckeneröffnung Osterburg Deutsch Prezier und zwar im Bahnhof Dessau aufgenommen. Nein, nicht das Dessau hier in der Nähe von Magdeburg. Ihr seht, irgendwie ist man entweder in der Altmark oder sonst wo kreativ gewesen und hat Ortsnamen kopiert. Das ist ein anderes Dessau, nämlich das Dessau in der Altmark. Auch ja, ganz klein, also nichts Weltbewegendes. Aber ihr seht, da gab es ein Bahnhofsgebäude. Und leider war auch auf dieser Strecke nicht alles eitel Sonnenschein. Das sehen wir dann auf der rechten Seite, während wir links noch zwei weitere Haltepunkte haben, sehen wir dann rechts. Es kam im März 1940 zu einem größeren Unfall, nämlich die Brücke über die Biese, der lokale Fluss dort, war eingestürzt und ja, es kam, wie so schön dasteht, zu einem Lokschaden. Und nun ja, wenn man rechte Hand im Bild die Lok sieht, ist das nur allzu verständlich, dass die Schaden genommen hat. Vielleicht auf der positiveren Seite, es gibt noch mehr Kleinbahnen, die es in der Altmark mal gab. Unter anderem die Salzwedler Kleinbahnen GmbH. Und dort haben wir zum Beispiel rechter Hand mal jetzt nicht auf die lokalen Bahnhöfe so sehr fokussiert, sondern zum Beispiel im unteren Bild die Anschlussgleise der lokalen Chemiefabrik. Die war natürlich jetzt nicht so riesengroß, aber für die damalige Zeit schon. Und ich habe ja am Anfang gesagt, es ging eigentlich in der Altmark um den Güterverkehr. Und von daher, ja, ist das natürlich super schön, dass auch hierzu ein paar Bilder eingefangen worden sind. Weiter geht's mit einer weiteren Kleinbahn AG. Die Kleinbahn AG Gardelegen. Neuhaldensleben, Weferlingen. Und ja, da sind wir wirklich teilweise versprochen bei richtig niedlichen kleinen Orten. Wie gesagt, schade, vieles davon gibt es nicht mehr oder man kann nur noch, sagen wir, erahnen, wo mal die Strecken waren. Manche kann man auf aktuellen Karten, wenn man sie sich anschaut, insbesondere wenn man so irgendwie diese hübschen Karten hat, wo man Landschaften sich wirklich von oben anschauen kann, also nicht im Sinne einer Karte, sondern im Sinne von Luftfotografien, das Ganze erahnen, wo da mal was lag. Und ja, auch diese Kleinbahn AG hatte oder betrieb eine richtig niedliche kleine Strecke. Allerdings, wer die Namen liest, gehört diese Strecke oder diese Kleinbahn AG nicht vollständig zu den altmärkischen Kleinbahnen? Ja, natürlich, Gardelegen ist in der Altmark, da werde ich nicht drumherum diskutieren. Aber wir kommen dann, wenn wir nach Neuhaldensleben, Weferlingen gehen, raus aus der Altmark. Und dennoch finde ich, ist es schön, dass der Autor die hier mit aufgenommen hat, einfach der Vollständigkeit halber, weil natürlich ist die Altmark kein in sich abgeschlossener Ort. Und entsprechend haben wir zum Beispiel rechter Hand ein Bild, ja, wo ich fast sage, das sieht nach einem Postkartenmotiv aus, vom Bahnhofsrestaurant. Ja, auch so etwas in Gardelegen? Nein, Gardelegen, Neuhaldensleben. Ach, dazwischen, das ist Udmöden, also ein wirklich kleiner Ort. Aber was ich an dem Bild so schön finde, guckt euch mal die niedliche Lok an.
Also das ist ja wirklich ein knuffiges Teil. Und als allerletztes hat sich Herr List noch die Mühe gemacht, die strukturelle Entwicklung der ganzen altmärkischen Kleinbahnen mal zu versuchen, in so ein Bild zu packen. Und ja, ich finde das Bild immer wieder faszinierend mit den Querverweisen und so weiter. Und ihr habt im Prinzip in den Kreisen alles, die einzelnen, sagen wir, die einzelnen AGs oder GmbHs entsprechend mit Jahreszahlen und dann halt ja, diese Hinweise. Zum Beispiel hier haben wir den Hinweis Bismarck-Anschluss. Oder da kam dann Badel dazu als Haltepunkt. Also er hat mal versucht, das schön zusammenzufassen, einfach was wann strukturell wie gebaut wurde und wo eingefügt wurde. Und ja, finde ich richtig gut gelungen, auch wenn man sich, glaube ich, auf den ersten Blick ein bisschen durchkämpfen muss. Das war's aber zu den ganzen Provinzial-Kleinbahnen. Und ihr seht, oh, die Altmark hatte richtig viel. Also da war richtig viel los. Und wenn ich jetzt schon mal als Spoiler weiterblättere, dann sehen wir, geht es als nächstes weiter. Die Sächsische Eisenbahnbedarfs- und Maschinenfabrik Sachsenwerk GmbH Stendal. Aber ich glaube, ich habe für heute genug geredet. Damit machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und Zuhören und wie versprochen, wir sehen und hören uns bald wieder. Tschüss!